Let's fucking go, Mann. What the fuck, mein Chat, Alter. Falls ihr auf der Suche seid nach einem neuen Tisch, dann bleibt kurz dran. Ich stelle euch heute meinen neuen Gaming-Tisch vor. Danke, Bro. Würde mich echt lieber ballern. Raus geht Kuss. Unterstützt du LGBTQ? Das müsste ich mir mal vielleicht reinflashen, was es ist. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Kondome. Also gut. So, liebe Leute, der Griechenland-Trip kann losgehen. So funny, dass ihr sie in Griechenland kein einziges Mal benutzt habt, sondern immer ohne. Was? Aber es war sehr lustig, wir haben gestern ein paar Mädels angelabert. Nur man ging komplett nach hinten los. Der Griechenland-Trip kann losgehen. Ich kann ja keine Schärfe ab. Aber schmecken ganz gut. Ja, jetzt habe ich nichts zu trinken hier, weil ich die Kippe gerade hier in die Cola reingedümmelt habe, Alter. So eine Scheiße. Taste of normale Polizei. Xunas Video deutlich stärker geworden, Mann. Kontrolle. Haut hier nochmal 1000 Bits raus. Was denn jetzt passiert? Hallo da. Ich stelle das Innere auf die Überquerung der Straße aus. Etwa 25 Euro. Thank you so much. No. Der geht nicht im Stream pissen, oder? Nein. Nein, Bro. Oh, ich hab vergessen zuzuschließen. Ach du Scheiße, Mann. What the fuck, Mann? Dann zieh auf Streife. Stehen bleiben. Das sieht mir nach einem Auffahrunfall aus. Darum kümmere ich mich. Foto genauso machen, dass man Polizei sieht. Sehr gut. Auf Streife, die Spezialisten. Carsten einfach Auto geworden. Mein Tinder-Profil. Du bist ne. Das ist einfach der Clip, den ich gerade repostet habe auf Instagram. Irgendwo sicher. Digga! Mann! Es hat sich jemand ein Tinder-Profil gemacht mit dem Namen Rick. Du bist nirgends sicher. Oh, Digga, ich krieg Depression. Och, Digga, Mann. Ja, Digga, aber das ist doch, das habt ihr auch schon mal gemacht, oder nicht? Was denn, in den Garten geschissen? Nee. Ihr seid auf einer Hausparty und dann habt ihr einfach... Ja, nicht in den fremden Garten. Vielleicht, wenn einer so ein Grundstück hat. Aber dann doch nicht da drin, dann geht man irgendwie ein bisschen vielleicht daneben. Nein, das war, also keine Ahnung, bei uns war das halt so ein Ding damals. Umzäunt euren Garten lieber, bevor 3 Max sein Unwesen dort treibt. Oh, du 2 Max hier. Hallo, Verbrecher! Verschwind! Guck dir das mal an, wie kleines Pickford, holy shit. Deine, der ist so gut. Klein wie Papa Platte. Wir sind Lip Boys. Petition, dass Xuna wieder fetten Hype hat. Ganz, ganz wichtig, Mann. Ja. Chilliges Parkour, Bro. Let's go. Und Leute, sendet mir gerne... Mann, haltet alle die Fresse. Viel besser, Digga. Digga, Italien hat verdient gewonnen. 10.000 auf England gesetzt. Scheiße. What the fuck, Digga? Mordits am 10. Hey Baby, ich weiß, dass du weißt, ich sie weiß. Wallah, ich guck mich so. Ich glaube, es gibt Schlimmeres als Samras Kameramann zu sein. Ich glaube, es ist deutlich schlimmer, wenn man Samras Geschlechtspartner ist. Sag mal, hab ich gesagt, Mülltonne öffnet es? Nee, hast du nicht. Deswegen Klappe zu und weiterfahren. Ja, muss man mal schauen, ne? Klar. Mein ganzer Chat ist so lost und sagt die ganze Zeit, England darf gar nicht mitspielen bei der Europameisterschaft, weil sie aus der EU ausgetreten sind. Bro, das ist nichts. Also das ist no joke, nicht Sydney einfach. Wir sagen, 20 Uhr fahren wir los. Sydney, 23 Uhr steht der auf und sagt, okay, ich bin ready to go. Ich habe mir meine Mozzarella-Sticks von Kaufland Gold, wie immer.
Haben wir nichts Böses bei gesagt, hab ich gedacht, komm. Ich schwöre, Guys, es gibt nichts Geileres als Mozzarella-Sticks. Mozzarella-Sticks sind so fucking nice. Zum Abend. Ey. Mozzarella-Sticks. Bro. Nur ein bis 10 Stück. Ich fühle es so sehr. Mozzarella-Sticks. Ich dachte, es wären Mozzarella-Sticks. So geil. Ich so geil, Mann. Auf. Digga, da sind nur Soßen drin. What the fuck? Boah, ich wäre so sauer. Ich wäre so sauer. Einfach Blutspende von Deutsche Rote Kreuz. Chillig, Mann. Nur ein bisschen Soßen. Was will ich damit? Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Ich wollte nur einmal anmerken, ich bin 28 und deswegen verstehe ich jetzt nicht, warum man mich Fortnite-Kiddy nennt. Okay. Wenn Sie die Geschichte glauben, liegen Sie leider falsch. Sie ist reine Erfindung. Ich hab gesagt, ich brauch doch mal Geld. Dann sagte sie eiskalt zu mir, das geht nicht. Hm. Ja, aber weißt du was? Du bist Kurdisch, ja? Wie heißt das? Kurde. Kurdisch, richtig. Kurdisch, ja. Ich bin Zigonier. Und Kurdisch und Zigonier ist gleich, oder? Nein. Nein. Doch, beides haben wir kein Land. Was sagst du da? Nein. Aus welchem Land kommst du? Ich hab Türkei, Wallah, ich bin glücklich. Türkei? Hey Stefania. Was? Warum brauchst du so lange? Weil ich meine Zeit brauche. Weil du deine Zeit brauchst, dann steh früh auf, Mann. Was machst du da drin? Alles eingegeben, deine ganzen Daten sind gespeichert. Du kannst tippen mit deinen Wurstfingern. Ich mache jetzt gleich richtig tolle Lärm und Tim muss das im besten Fall auch ganz ruhig erdulden. Halt dir lieber die Ohren zu, Annegret. Ach so. Ein Stück rüber. Annegret. Scheiße, Mann, Alter. Ich glaube, es ist noch... Also, ich weiß nicht, was schlimmer ist, Sub bei Papa Platte zu sein oder so ein Reporter vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich bin Michael. Ich bin Thomas. Wir sind Hartz-IV-Empfänger und bekommen 585 Euro pro Monat. Und Deutschland geht uns am Arsch vorbei. So ein Ding. Vorne sind das 1, 2, 3... 4, 5, 1, okay, das sind genau 558 Euro im Monat. Ellen? Sammy. Wo war der jetzt die ganze Zeit? Pausen. Ist mir auch klar, wo hab ich gerade? Draußen! Bruder, Leute. Ne, draußen. Komm, hier ist eine Tür. Kannst du kennenlernen. Es gibt schon. Jungs, die haben keine Eier, Mädchen anzusprechen. Und es gibt Mädchen, die sind zu schüchtern, um Jungs anzusprechen. Genau. Nachricht! Nachricht! Nachricht. Hi! Ich glaube, es ist noch schlimmer, in so einer Show mitzumachen, Mann. Ich habe einmal... Okay, pass auf, Storytime. Wir waren mal in einer Bar hier in Köln. Und eine entfernte Freundin, die ich über einen Kollegen kenne, die hat ein Date gehabt mit so einem Typen von fucking Naked Attraction, Love, Asshole Island, I don't know. Irgendwas, wo irgendwelche Leute irgendwas Asoziales machen, die ganze Zeit nackt und besoffen sind. Und der Typ war so fucked up weird. Sie hat ihm dreimal gesagt, so yo, ich habe kein Interesse an dir. Und dann ist der Typ aber trotzdem da geblieben, hat sich immer weiter Bier bestellt und hat dann, ey, was für Rap It Up, Chat, halt die Fresse, Mann! Und hat dann irgendwann einfach angefangen, mich zuzulabern, von wegen meinem Instagram-Profil und sowas und ob ich nicht mal irgendwie was von ihm reposten könnte und sowas. Bro, der Typ war wirklich... mit Abstand der unangenehmste Mensch, den ich jemals kennengelernt habe. Und dann hat er wirklich gesagt, einfach, ja,
Ich würde dich auch auf ein Bier einladen und dir einen Hunderter dafür geben. Und da bin ich ausgerastet, da habe ich ihn einfach abgestochen. Hey, ja, lustig, mein Gott. Okay. Kannst du bitte Megawa Gina grüßen? Leute, was ist los? Wieso muss ich jeden grüßen, Digga? Warte, was? Lies doch mal vor den Namen. Megawa Gina. Oh nein, Bro. Oh nein. Warum, Bro? Warum? Ich hab mich verhört. Wieso sagst du sowas? Ja! Ich hab mich verhört. Hey, ja! Auf mit deinem Gürtel! Ja! Oh! Spielte darauf brünstig und taufte diesen Knaben zum Flötenmann. Flötenmann! Spiel die Flöte, Rambam.